Es gibt bei jedem, es ist eine individuelle Sache, bei welchen Themen man aufwacht. Ich treffe so viele Leute inzwischen und manche sagen, oh, bei 9/11 war mir schon klar, das kann nicht passieren, nicht zusammenpassen. Und auch bei mir persönlich war es eine Aneinanderreihung von verschiedenen Themen, wo ich dachte, das ist seltsam, das ist seltsam, das ist seltsam. Aber ich habe eben, weil ich ein Mainstream-Mensch war, immer gedacht, ja, das System ist eben nicht perfekt. Und deswegen muss so ein Snowden jetzt nach Moskau und Assange ist im Knast. Aber sonst ist es ja okay. Und diese Illusion habe ich dann halt irgendwann einfach aufgegeben. Und das ist auch die Herangehensweise, die alle Journalisten, wenn sie ihren Job ernsthaft machen, eigentlich eingeimpft kriegen von klein auf, wenn sie diesen Beruf ergreifen. Mhm. Ja, misstraue den Mächtigen. Das ist die Kernaussage. Herzlich willkommen beim neuen Führich-Talk. Herzlich willkommen. Heute darf ich euch einen Gast vorstellen, bei dem ich eigentlich ehrlicher, ich muss zugeben, ich habe dich nicht gekannt. Ja. Mein Schwager, der in der Schweiz lebt, hat gesagt, du musst den Milos unbedingt interviewen. Jetzt habe ich mich auch schon ein bisschen ein paar Interviews von dir angeschaut und so, und ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und hergekommen bist. Danke, Petra, und danke für die Einladung. In deinen illustren Salon der Wahrheitssuchenden. So stelle ich mir das hier vor. Ich freue mich. Ja, du bist ja, also wir haben uns nicht abgesprochen. Das sind meine Lieblingsgespräche. Ja. Den Gast sozusagen von meiner Seite neu erforschen. Ja. du bist eigentlich schon Journalist, aber bist eigentlich Jurist. Ja, und hast dann, glaube ich, 6 Jahre bei der Neuen Züricher Zeitung hast du gearbeitet. Und dann war ein Ereignis, wo du dann plötzlich nicht mehr dort gearbeitet hast. Weil? Das wäre jetzt die Einstiegsfrage. Das war jetzt die Einstiegsfrage. Wir fangen mit den Hardcore-Themen an. Naja, die lange Story wäre zu lang. Ich mache es ganz kurz, aber es ist im Grunde so, dass es wahrscheinlich eine Art von Entfremdungsprozess gab, schon davor, ja, vor Corona. Dass ich angefangen habe, über kritischere Themen zu schreiben, dass ich quasi mit, sagen wir mal, dem Vertrauen, was ich auch als Kolumnist, denke ich, aufgebaut habe über Jahre, irgendwann gemerkt habe, ich kann auch Themen reinbringen, ich kann mir mehr erlauben als vielleicht andere, weil es einfach ein bisschen eine exponiertere Position ist, die aber nicht sicherer ist. Im Gegenteil, es ist so, dass der Kolumnist kann jederzeit weg sein. Mhm. Es fällt halt dann nur auf. Ja. Und als ich dann angefangen habe, so über Themen zu schreiben wie Julian Assange, ne, solche Sachen, die vielleicht auch einfach nicht so sehr in die Blattlinie gepasst haben, habe ich eigentlich gemerkt, dass ich langsam an die heiße Decke gekommen bin. Und dann war es schon so, dass ich auch gemerkt habe, dass bei Corona die Wege sich da einfach getrennt haben, so ein bisschen. Und dann kam ein Ereignis, was für mich so das Schicksalsereignis war. Ich habe eine Kolumne geschrieben. Also jeder Schreiber wünscht sich einen Hit, so wie der Komponist ein Lied schreibt. Mhm. Und das war eben dann mein Hit und eine Kolumne, die sich eigentlich mit den Themen beschäftigt hat, die in den letzten 6 Monaten schon in der kritischen Szene gelaufen sind. Mhm. Na, also die Todesfälle gehen runter, es ist alles seltsam, aber die Maßnahmen gehen weiter und es hört nicht auf. Und wann war das? Das war dann im August, September 2020. Ja. Und dann habe ich eine Kolumne geschrieben, was wäre, wenn die Covidioten am Ende recht haben. Mhm. Und die ging dann so durch die Decke und war so der meistgelesene Artikel des Jahres quasi im deutschsprachigen Raum. Und Zwischenapplaus haben wir nicht abgesprochen, aber es darf sein. Berechtigt. Naja, und dann habe ich den Artikel einer anderen Plattform zur Zweitverwertung gegeben, so als Podcast bei KenFM, wo ich auch schon auch zu Gast war. Und das ist sozusagen so, wie wenn, ja, das ist maximal weit auseinander, ne, medial gesehen. Mhm. Aber ich wollte es bewusst machen, weil für mich einfach wichtig war, zu zeigen, dass wir eine Art von Trennlinie haben im Medienbereich, die total künstlich ist. Ne, wir haben so eine Milchglasscheibe zwischen den Mainstream-Medien und den freien Medien. Und die, die halt auf der einen Seite landen, sei es durch ihre charakterliche Verdrahtung oder irgendwelche Erfahrungen, dass sie kritisch geworden sind, die haben halt vielleicht ein bisschen mehr Glück gehabt und die anderen bleiben in ihrem größeren
in ihrer größeren Echokammer, dem Mainstream. Und ich konnte das gut nachvollziehen, weil ich komme ja selber aus dem Mainstream. Ja, ich habe ja nicht Jura studiert und promoviert und bin Journalist geworden, um dann für freie Medien verwackelte Videos zu machen, sondern ich wollte natürlich in die großen Zeitungen, zur Frankfurter Allgemeinen, zur Süddeutschen, zur NZZ. Und deswegen konnte ich total gut nachvollziehen, dass bestimmte Leute sich einfach diese Inhalte gar nicht anschauen. Und ich wollte diese Milchglasscheibe mal zum Zerbrechen bringen, aber zerbrochen bin dann ich quasi an der Aufgabe und bin rausgeflogen, was zu dem guten Nebeneffekt geführt hat, dass ich komplett frei bin jetzt als Autor. Wollte ich sagen, so schlecht war es ja eigentlich. Es war eigentlich positiv, dass der Weg sich sozusagen in eine andere Richtung entwickelt hat. Ich sage das auch immer deswegen dazu, um auch denen Mut zu machen, die vielleicht vor so einer Entscheidung stehen und dann quasi aus ihrer Jetzt-Haltung denken, das Leben endet mit diesem Verlust des Jobs oder dem Verlust des Status, den man da hat. Es verändert sich was, aber es verändert sich, ich glaube, auf persönlicher Ebene immer zum Guten und ich denke mal mit ein paar karmischen Kräften auch vielleicht im Äußeren zum Guten. Aber was macht für dich guten Journalismus aus? Das ist eine sehr gute Frage. Der Journalismus hat sich seit 250 Jahren nicht geändert, aber er war immer dann gut, wenn er sich gegen die Mächtigen gerichtet hat. Ja, als die erste Zeitung in Amerika auf den Markt kam, wurde sie 2 Tage später verboten. Es war immer so, dass eine Informationsquelle, die sich mit irgendwem anlegt, das kann auch im Lokalen sein. Lokaljournalismus ist genauso betroffen wie der Journalismus auf der größeren Ebene. Entweder man schreibt über die Dinge, die passieren und die schlecht laufen und dann passiert eine Debatte und es geht was voran, oder man tut es eben nicht. Und das ist dann der Moment, wo der Journalismus die Seiten wechselt. Denn guter Journalismus erfüllt eine Funktion. Wir sind alle im Grunde Minenarbeiter am Wahrheitsprozess. Ja, das heißt nicht, dass wir die Wahrheit gefunden haben, sondern wir suchen sie. Und ein Journalist, der sich Fragen nicht mehr stellt, die offensichtlich sind, weil es einfach Indizienlagen gibt, die man nicht wegdiskutieren kann, der hat einfach seinen Beruf verfehlt. Also wir erleben nicht nur im Journalismus, in ganz vielen Bereichen gerade so einen Prozess, dass man sich heutzutage im Grunde auf weniger Institutionen verlassen kann. Ja, genau. Das aber auch ein Moment ist, wo wir Bürger anfangen können oder müssen, genauer hinzuschauen. Ja, also wir können nicht im Gott vertrauen und im Vertrauen auf alle anderen uns quasi in die Welt begeben, sondern wir müssen anfangen, die Medien zu hinterfragen, das Justizsystem zu hinterfragen, das Gesundheitssystem zu hinterfragen. Und das bricht jetzt gerade auf. Und man sieht es ja auch an Formaten wie deinem, dass der Journalismus seine jetzige Funktion nicht erfüllt. Sonst hättest du ja gar nicht den Erfolg auf dem Markt. Mhm. Na, das ist ja auch ein Indiz einfach dafür, dass da eine Lücke ist, die geschlossen werden muss. Aber Corona hat das schon ein bisschen geöffnet. Ich meine, das hat sicher vor Corona auch schon gesehen, aber jetzt ist es eigentlich sichtbar geworden. Ne? Genau, Du hast ja dein neuestes Buch, da hast du jetzt eine Lesereise gemacht, relativ lang. Obwohl ich in einem Interview gehört habe, dass du eigentlich sehr zurückgezogen bist und eher im stillen Kämmerchen schreibst. Und jetzt wagst du dich aber hinaus und machst fast täglich, gell? Hast du gesagt, machst du. Ist das schon fertig, die Lesereise, oder geht es noch weiter? Das ist heute der krönende Abschluss. Erstmal der vorläufige. Mhm. Ich mache dann im August nochmal eine kleine Tour. Aber im Grunde habe ich es mir so jetzt gelegt auf Februar, März, April vor allem. Und es lag auch daran, dass ich auch meinen Lesern immer sage, was wichtig ist, ist die Vernetzung im Analogen. Und ich mache sie aber selber zu wenig, sondern ich mache sie natürlich virtuell ein bisschen durch meine Arbeit. Aber ich habe auch gemerkt, es ist eine andere Art des Austausches natürlich mit den Menschen vor Ort. Und einfach zu wissen, wo man Menschen vor Ort finden kann. Mhm. Ne? In Krisenzeiten ist das natürlich ein Kapital. Ja. Und ich sage auch meinen Lesern immer, dass es sehr, sehr positiv ist im Grunde, was für uns durch Corona sichtbar geworden ist. Mhm. Nämlich, dass wir in einer Art von Illusion gelebt haben, auch was die Beziehungen zu unseren Freunden, Familie, den Leuten im Beruf vielleicht angegangen ist. Weil wir auf einmal sehen durften, wer ist wirklich ein echter Freund und wer ist es eben nicht. Auf wen können wir uns verlassen eventuell. Oh, da hat sich einiges getan. Und da haben wir einen Vorsprung, würde ich mal sagen, gegenüber all denen, die das eben nicht haben. Und es ist immer noch besser, das vielleicht durch Corona zu haben, als durch einen wirklichen Unglücksfall oder Kriegsfall oder und so weiter. So, jetzt dein Buch hast du geschrieben, Stromaufwärts zur Quelle. Du hast dir vorher auch ein Buch geschrieben, glaube ich, wenn es keiner sagt, sag's ich, glaube ich. Genau, das ist das 8. Buch. Das 8. Buch, wow. Und Bestseller? Das ist schon auf der Bestsellerliste? Das ist noch nicht, aber das
Kann ja noch werden. Kann ja noch werden, wer weiß, wer weiß. Ich stelle es jetzt einmal sicherheitshalber daher. Was ist deine Lieblingsstelle in diesem Buch? Oh, das ist eine gute Frage. Sehr schwer zu sagen. Das sind wahrscheinlich eher so die letzten Artikel, die ich mit reingenommen habe, weil das sind Texte, die ich jetzt in den letzten 2 Jahren geschrieben habe. Mhm. Und das sind die, die sich mit der Zukunft beschäftigen. Mit der Zukunft? Ja. Also ich glaube, dass wir jetzt in eine Zeit kommen, wo einfach viele Dinge auf den Prüfstand kommen und wo wir auch als Menschen, als Bürger die Möglichkeit haben, an neuen Strukturen zu arbeiten. Also wir kommen jetzt aus der Phase, wo wir versucht haben, das zu erklären, was passiert ist in dieser Krisenzeit. Und die Krisenzeit ist ja eigentlich nicht vorbei, sondern es kommt einfach eine Krise nach der nächsten. Das ist auch nicht nur die gefühlte Wahrnehmung, sondern das sieht man einfach. Und es ist, glaube ich, sehr wichtig zu sehen, ein bisschen mal aus der Weitwinkelperspektive auf das Ganze zu schauen und sich nicht einfach nur klein zu fragen, oh, was ist jetzt, kommt jetzt Affenpocke, kommt jetzt jenes, sondern einfach mal zu sagen, okay, mit welchen Mustern wird denn gearbeitet in solchen Krisen, was passiert denn da? Und ich komme gerade aus Vilnius, wo ich Matthias Desmet treffen durfte, einen Psychoanalytiker aus Belgien, der diesen Prozess sehr gut beschrieben hat, nämlich als Massenformation. Ja, und das läuft eigentlich nach einem Plan ab, weil sonst das ist kein natürliches Phänomen, was einfach so entsteht. Und es ist sehr interessant zu sehen, dass man braucht für eine Massenformation erstmal einsame Menschen. Ja, Einsamkeit ist die erste Epidemie gewesen. Ja, wenn man sich anschaut, wie viele Menschen in den USA sich als einsam betiteln, liegt bei 40-60%. Ja, das sind Menschen, die keinen einzigen näheren Kontakt haben zu irgendwem. Ne? Nicht zu ihren Eltern, die haben keine Freunde, die sind einfach Rauschen, würden wir sagen. Man geht durch die Straßen, das sind Leute, die hängen einfach total in der Luft. Und wenn man dann in so eine Gesellschaft Angst hinein projiziert, dann entsteht so eine frei fließende, frei schwebende Angst. Ja, nicht zu verwechseln mit der frei schwebenden Intelligenz, das ist meine Publikation. Hat auch nichts mit Intelligenz zu tun, sondern das sind die frei schwebenden Denker, die sich nirgends andocken, sondern einfach allen verpflichtet sind und der Wahrheit verpflichtet sind. Und diese frei schwebende Angst lässt sich dann durch ein bestimmtes Ereignis ausrichten oder monopolisieren. Das heißt, wenn man dann in so eine Pandemie dazu gibt, in so eine frei fließende, freischwebende Angstsituation hinein, dann merken die Leute auf einmal, okay, da gibt es eine Erklärung für meine Angst und jemand hat auch schon die Lösung dafür. Das heißt, da kommt eine Lösung für mein persönliches Einsamkeits- und Angstproblem. Und diese Leute fangen dann an, sich quasi von den sozialen Bindungen, die sie vielleicht mit Familie, Freunden, Arbeitskollegen haben, zu lösen. Diese Verbindungen werden brüchig. Und die einzelnen Individuen bauen eine Verbindung auf zu der kollektiven Idee, zum Heilsversprechen. Und das ist dann völlig egal, ob das die Rettung von der Pandemie ist, der Angst vor Kriegen oder vor Versorgungsengpässen, Angst vor Inflation. Also das lässt sich einfach sehr gut kanalisieren und das hat wie am Schnürchen geklappt. Und da müssen wir einfach uns immer bewusst sein, dass diese Massenhypnose, was es ja eigentlich ist, noch nicht aufgehört hat. Wir leben doch nicht in der Phase, wo es allen wie die Schuppen von den Augen fällt, sondern wir leben immer noch in diesem Stollen, wo wir bohren und bohren und warten. Aber was schätzt du, wie viele Prozent sind schon Wir können ja eigentlich aufgewacht? Nicht mal den Zahlen der Impfungen trauen. Ja, also wenn man so denkt, 60-70% waren geimpft, wahrscheinlich waren es weniger. Und die sich dann bei den nächsten Impfungen nicht mehr haben impfen lassen, da ist schon eine Mehrheit da. Also vielleicht haben wir eine gefühlte Mehrheit, was so eine Grundskepsis schon angeht in der Bevölkerung. Weil die Leute, wenn sie schon nicht mehr mitmachen, dann hat es irgendeinen Grund. Das können die aber auch nicht erklären, warum es jetzt auf einmal nicht mehr so dringend ist, zur sechsten Impfung zu gehen, als bei den anderen 5. Und da passiert was, aber das ist ein Prozess, der kann Jahre dauern. Und das ist etwas, wo wir uns auf der Zeitebene, glaube ich, nicht richtig festlegen können. Ich merke nur, dass diese Elefanten, die im Raum herumstehen, und das werden immer mehr, das werden jede Woche kommen neue dazu. Das haben wahrscheinlich so viele schon aufgezählt. Also das will ich nicht nochmal tun, aber einfach RKI-Files, immer neue Entschwärzungen von Dokumenten, immer mehr Todesfälle, die offensichtlich werden, wo die Leute einfach nicht mehr sagen können, es ist normal, es ist nicht normal. Und ja, das ist dann die Phase, wo es dann vielleicht irgendwann mal aufbricht. Aber ich glaube, es ist so, wie wenn man ein Marmeladenglas herumgibt in der Familie. Ja, jeder drückt und bei irgendwem knackt es dann auf.
Und dann kann man nicht sagen, das war der eine Moment, sondern das war die Vorarbeit von allen, die an diesem Marmeladenglas zerren. Und da sind wir gerade. Jetzt sagst du ja, jeder sollte sozusagen seinen eigenen Weg gehen. Und es ist natürlich nicht einfach, wenn du sagst, man sollte dann die Kinder in Privatschulen schicken und so sein eigenes Netzwerk sozusagen aufstellen. Es ist ja nicht für alle möglich, weil jeder hat ja den finanziellen Background eigentlich nicht. Ne? Was machen die Menschen, die wirklich, weiß ich nicht, jeden Tag arbeiten gehen und nicht einmal irgendwie Zeit haben nachzudenken? Wie kann man denen helfen? Oder wie kann man die ein bisschen unterstützen? Man wird nie alle erreichen. Ja. Und ich meine, meine Aufgabe ist Journalismus. Ich bin eigentlich keiner, der missionieren geht und auch keiner, der direkt in eine aktive Hilfe eintreten kann. Aber es nimmt sowieso nur derjenige an, der mag. Man kann sowieso niemanden bekehren. Eben. Jeder muss selber... Deswegen, was wir eigentlich nur machen können, ist ein Angebot herzustellen und zu sagen, schaut euch bestimmte Themen an, positioniert euch frühzeitig, lauft nicht in jede neue Welle mit hinein. Und das ist eigentlich der freieste Wettbewerb, den man haben kann auf der Welt. Na, jeder macht sich seinen Reim auf die Welt. Ich bin einer, der sich den für sich macht, aber ich verbreite es an andere als Angebot, nicht als du musst so denken. Und dann kann jeder sich positionieren. Aber das ist natürlich, das läuft seit 10, 20, 5 oder 25 Jahren, ne, in eine Richtung. Aber du warst ja eigentlich einer der ersten Journalisten, der schon ein bisschen über den Tellerrand geschaut hat. Ja? Also du hast ja schon vor Corona gewusst, da kommt jetzt irgendwas, weil du hast einmal ein Buch erwähnt und hast gesagt, alle 80 Jahre wiederholt sich etwas. Ja. Und deshalb hast du auch angenommen, dass sich 2020, da kommt irgendwas. Das ist interessant, ja. Ich habe mich vor 5 Jahren schon an einem anderen Buch mit allen möglichen Deutungen beschäftigt, weil ich mich einfach gefragt habe, was für eine Phase ist, in welcher Phase ist diese Gesellschaft? Ist das die Spitze, die veredelste Spitze der Demokratie, die wir jetzt erleben, das beste Deutschland aller Zeiten? Ist so ein geflügeltes Wort geworden, wo man einfach nur noch gähnen muss? Oder was ist das? Und es ist sehr, sehr schwer zu verstehen, dass man eine Demokratie von innen heraus verändern kann. Dass man das Innere der Demokratie nach außen stülpen kann, indem man die Prinzipien nicht mehr beachtet. Und dann kommt eine Art von Verfallserscheinung, die natürlich massiv auch durch Propaganda gestützt ist. Und da sucht man natürlich nach Mustern und schaut ein bisschen in die Geschichte. Und ich empfehle jedem, der so ein bisschen in dieser Phase überwältigt ist von der Anzahl der Informationen. Ich kann ja auch nicht alle Videos anschauen, die so rauskommen. Und es geht einfach nicht mehr. Overload dann genau, schon, es kommt irgendwann ein Overload. Den empfehle ich einfach, sich mit bestimmten Konstanten zu beschäftigen. Wir sind ja in Wien, dem Ursprungsland oder der Ursprungsstadt der Psychoanalyse. Die menschliche Psyche hat sich nicht verändert, seitdem wir auf der Welt sind, im großen Maßstab. Die anthropologischen Konstanten sind gleich geblieben. Wir funktionieren wie eine Herde in bestimmten Situationen. Und die Geschichte ist natürlich auch ein Lehrmeister. Und Churchill sagt den schönen Satz, je weiter man zurückblickt, desto weiter kann man nach vorne schauen. Und diese Denker, auf die du anspielst, die haben sich so eine... Ja, die haben so in Wellen geguckt, wie die Geschichte verläuft und haben gesehen, dass es im Grunde alle 80 Jahre ein größeres kataklystisches Ereignis gab, was wirklich eine ganz neue Zeitrechnung begonnen hat. Und die haben ein Buch geschrieben, das heißt The Fourth Turning, die vierte Wendung. Und wir sind jetzt in so einer Phase der nächsten Wendung, wo eigentlich eine Krisenphase kommt, nach der dann wiederum ein neuer Aufbau beginnt. Und sie haben das Buch geschrieben 1997 und da war tatsächlich das Datum für 2020 drin. Und da sind auch Epidemien wirklich genannt. Wow. Und wie lange dauert das dann, diese Phase? Das muss ja dann auch drinnen gestanden sein. Ne? Das steht gar nicht oder so ganz, ganz genau. Oder wie war es beim letzten Mal vor 80 Jahren oder sagen wir jetzt vor 76 Jahren? Lassen wir es 5 bis 7 Jahre sein. Ja. Aber das Interessante ist immer zu sehen, wie reagieren die Menschen? Und dann muss man schauen, aus welchem, würde ich sagen, Material oder... Aus welchem Material sind die Menschen denn gerade gemacht? Und das ist eigentlich das Interessante an der Theorie. Nicht genau sagen zu können, was passiert dann, sondern was passiert wahrscheinlich, weil diese Krise auf eine bestimmte Grundkonstitution bei den Menschen trifft. Und ich muss sagen, wir haben eine relativ, sagen wir, eingelullte Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die in manchen Sachen auch am Anschlag ist, die unter vielerlei Einfluss steht, ob das Intoxikation von Medien ist, auf der feinstofflichen Ebene, dann natürlich irgendwelche Sachen im Wasser,
Ja, also wir werden bombardiert mit Einflüssen. Und das führt dann eben dazu, dass ja, so eine Grundhaltung da ist, ist alles eigentlich egal. Und dann kann man eigentlich nicht erwarten, dass aus der Kraft der Gesellschaft selbst heraus so ein Umschwung erfolgt, sondern dass vielleicht einen irgendwie gearteten Zusammenbruch braucht, dass ein paar eben dann merken, okay, so ging es dann doch nicht weiter. Aber was ich glaube, was wir erleben werden, ist eine Art von Aufspaltung in zwei Lager, nämlich solche, die sich frühzeitig mit harten Themen beschäftigen, dadurch aber schon vorbereitet sind auf das, was kommt, resilienter sind dann, wenn es kommt, und solche, die das eben bis zum Schluss hinausschieben. Und das kann man nicht von außen induzieren oder von außen verändern, sondern das ist wie ein Geburtskanal, durch den muss man durchwollen. Wo erreichst du die meisten Menschen? Meinst du örtlich oder mit Themen? Mit deinen Themen, weil du verbreitest ja sehr viel Wissen. Also die meisten Leser habe ich in Deutschland, danach kommt die Schweiz. Dann hast du einen Telegram-Kanal? Habe ich auch, ja. Mhm. Dann kommt relativ schnell Österreich und ansonsten wird die Publikation jetzt in 112, 115 Ländern gelesen. Mhm. Ich habe auch in Indonesien 5 Leute, in Indien 2, in Island 2. Hallo. Genau. Also das ist ganz lustig zu sehen. Ich nehme an, es sind exil-deutschsprachige Menschen. Ja. In Kalifornien sind es ziemlich viele, 20, glaube ich. Finde ich auch interessant. Du warnst ja eigentlich auch vor WhatsApp. Telegram meinst du sowieso, dass irgendwann einmal abgedreht wird. X wahrscheinlich nicht, das ist noch relativ sicher. Wird das wirklich kommen, glaubst du? Ich habe gemerkt, dass man sich nicht auf bestimmte Heilsbringer verlassen kann. Ja. Na, also auch Elon Musk ist für viele ein Heilsbringer, der jetzt mit X dagegen hält. Ich will nicht in einer Situation sein, wo wir uns auf sowas stützen müssen, sondern wir müssen selber an bestimmten Arten der Kommunikation basteln und bauen, die wir selbst in der Hand haben. Ja. Ich bin ein großer Freund von Dezentralität und auch bei Technologien einer möglichst breiten Streuung dieser Risiken, die es einfach gibt. Weil ansonsten sitzen wir alle immer nur auf einer nächsten Eisscholle, die kleiner wird, und freuen uns, dass wir es nur auf die nächste geschafft haben. Und das ist ein Trugschluss. Man kann den Prozess aber umdrehen. Also wir leben natürlich in einer Phase von massiv zunehmender Zensur. Aber das sind im Grunde Verzweiflungstaten eines Systems, das Angst hat vor anderen Informationen. Das ist erst einmal ein Ritterschlag. Das ist erstmal gut. Und dann müssen wir sehen, wir leben in einer Welt, in der technologisch immer mehr möglich wird. Und man muss sich nur einfach mal vorstellen, wir schaffen es tatsächlich, eine Plattform aufzubauen, die nicht mehr zensiert werden kann. Dann können alle Kanäle nur noch skalieren. Dann kann man den Deckel nicht mehr draufhauen. Das heißt, was die eigentlich machen, ist, diesen Prozess zu beschleunigen, der immer passiert ist, wenn Zensur geschehen ist. Immer wenn zensiert wurde, gab es einen Schwall an Informationen oder an Innovationen, besser gesagt, die dazu geführt haben, dass man das umgehen konnte. Und in diesem Wettbewerb sind wir drin. Und das ist eigentlich eine positive Ausgangslage, die wir haben. Ne? Weil wir haben eine Wissensexplosion, wir haben eine Art von Unmut auch bei einigen starken Stimmen. Und es zeigt sich einfach, dass wenn es immer Leute gibt, die die Wahrheit aussprechen, auch wenn sie wehtut. Und die Wahrheit, wie gesagt, ist nichts, was fest ist, sondern es ist eine Art von Resonanz mit der Wahrheit, die man dann ausspricht. Wo man einfach spürt, da ist was im Busch und die Erklärung ist überzeugender als die andere Erklärung. Wir können so viele Themen ansprechen. Nord Stream, ja, das ist nicht vom Himmel gefallen. Ja. All diese Sachen. Dass dann einfach diese Art von, dieses Lügengebilde zersetzt wird durch ganz, ganz viele Kräfte, die an ganz vielen Stellen gleichzeitig wirken. Und das ist die absolute Notwendigkeit, dass ein System nicht kippt in ein totalitäres System. Und Geschichte zeigt uns, in all den Fällen, wo weiter gesprochen wurde und es keine Art von Zensur gab, die alles zum Verstummen gebracht hat, konnte man das abwenden. Und da, wo es eben nicht passiert ist, ging es in Richtung Gewalt. Und deswegen ist es so wichtig, dass es auch ein Publikum gibt für natürlich diese kritischen Stimmen, ne, dass da eine Form von Resonanz da ist und dass uns da einfach dieser Umschwung gelingt. Das ist jetzt unsere, sage ich mal, Aufgabe, die wir haben, dass wir da dagegen halten. Es gab das schöne Meme bei Demonstrationen,
jetzt könnt ihr endlich mal zeigen, wie ihr wärt, wenn ihr eure Großeltern wärt. Ja, irgendwie so in der Art. Mhm. Das ist einfach eine geschichtliche Konstellation, die wir jetzt erleben. Es wiederholt sich immer wieder, gell? Ja. Mhm. Und frustrierend ist für mich nur, wenn ich das Gefühl habe, dass wir es als Menschheit nicht schaffen, eine Art von Sprung zu machen in eine nächste Ebene, sondern quasi noch einmal so eine, wie beim Skilanglaufen, so eine Erdenrunde drehen müssen. Ja. Mhm. Für die ganz Depperten, um es mal ehrlich zu sagen, direkt zu sagen, weil wir es vor 100 Jahren nicht geschnallt haben. Mhm. Ja, dann ist das halt dann unsere karmische Bestimmung, wenn wir es nicht verstehen wollen. Du hast doch eine eigene Plattform, glaube ich, ne? Also ein wie sagt man dazu? Ein Newsletter. Ein oder Newsletter, Blog. Ja. Genau, also ich habe eine Publikation, wo ich Artikel verschicke, aber die kann man auch auf der Webseite lesen. Ja. Mhm. Und du schreibst die Bücher, was machst du sonst noch? Eine Doku habe ich gedreht mit einem holländischen Filmemacher, Pandemt. Dann Bücher, Lesereisen, Artikel schreiben. Damit bin ich eigentlich schon ganz gut bedient. Denn es bedeutet immer, dass man sehr, sehr viel lesen muss und sehr viel mitkriegen muss. Also die Hauptarbeit des Journalisten ist eigentlich, dass man wie der große Wal sein Maul aufmacht und das Plankton der Informationen in sich aufsaugt. Und das mache ich eigentlich den ganzen Tag. Ja. Jetzt ist es ja auch der Vorteil, dass du eigentlich auch Jurist bist. Das heißt, du kennst dich sehr gut aus. Was darfst du? Was ist schon ein bisschen grenzwertig? Das hilft dir sicher weiter, oder? Schon, ja. Weil bist du auch angegriffen? Ich kriege auch Drohungen, ich kriege auch Angriffe, aber überwiegend kriege ich positive Reaktionen, muss ich auch sagen. Also es ist dann aber auch einfach der Mechanismus, dass wenn man nicht mehr nach den Regeln des Mainstreams spielt, dass man für den Mainstream unsichtbar wird und der einen dann auch nicht noch mehr Aufmerksamkeit geben will. Das ist, haben sie inzwischen auch gelernt. Also insofern. Du redest ja auch, dass man, das hast du das letzte Mal im Interview, muss ich mal schauen, wegen dem Gesundheitssystem, dass man sich das selber auch ein bisschen aufbauen muss mit, wie kann man sich das vorstellen? Naja, man kann sich zum Beispiel überlegen, ob man nicht ein Netzwerk, sich an ein Netzwerk anschließt von alternativ arbeitenden Ärzten. Ja. Also in der Schweiz haben wir zum Beispiel jetzt ein Netzwerk, das heißt Aletheia. Mhm. Und das sind eben impfkritische Ärzte, anthroposophische Ärzte, Heiler, Leute in diesem Bereich. Und das wäre, finde ich mal, so eine erste Herangehensweise, wenn man das kann, natürlich auch. Ja. Dass man sich überlegt, wer soll eigentlich meine Kinder ausbilden? An wen will ich in Zukunft an meinen Körper lassen? Also diese ganzen Vertrauensfragen, die sich nie gestellt haben groß, weil man dachte, dass ist eh fast egal, ob man zu dem oder dem Arzt geht, weil die sind ja alle gut ausgebildet, die haben ja alle die gleiche Ausbildung. Aber es ist natürlich privat, ne? Ja, das ist natürlich auch privat. Ja, es ist natürlich dann der Nachteil für, wenn man sich das nicht leisten dann kann. Dann muss man vielleicht den Urlaub weglassen und sich der Frage der Gesundheit widmen. Ja. Also vielleicht muss man auch von bestimmten Komfortdingen weggehen, wenn man dann wirklich alternativ leben will. Mhm. Man kann nicht sagen, wasch mir den Pelz, mach mich nicht nass. Man wird ein anderes Leben haben, wenn man sich entscheidet, anders zu leben. Ja. Dann hast du dich hier geoutet als Romantiker. Inwiefern? Habe ich in einem Interview gehört. Oh, oh. Das heißt, du hältst nicht viel von Plattformen, Dating. Ja. So schlecht sind die auch nicht. Aber wirklich, ich kann das nicht, war noch nie auf einer Plattform. Also es gab tatsächlich mal eine Zeit vor Corona, es war einmal, ich müsste das dann anfangen, wo ich über unverfängliche Themen geschrieben habe, wo noch alles leicht und locker war. Ja. Und tatsächlich waren meine ersten Bücher über Gehversuche im Online-Dating, als das noch unbekannt war, relativ unbekannt, vor 12, 15 Jahren oder so. Mhm. Und darüber waren die ersten Texte. Ja, das war so mein Einstieg ins Schreiben im Grunde. Und jetzt muss ich sagen, habe ich gemerkt, dass es nur noch um die harten Themen geht. Also es hat sich bei mir total verschoben, weg von diesem leichten Flaneur-Dasein, gesellschaftsrelevante Themen. Natürlich ist Online-Dating, kann man auch sagen, ein interessantes Thema, weil es einen Blick wirft auf die Frage, wie wir an dieses wichtige Thema Liebe herangehen und ob wir da verkopft sind, materialistisch sind, orientiert am Ergebnis oder ob wir offene Seelen sind, die sich auf Begegnungen einlassen können. Mhm. Und das sagt ja auch was über eine Gesellschaft. Ja.
Weil dann haben wir dann auch die gleichen Leute vor uns, die dann nicht mehr empfänglich sind für irgendwas, was falsch läuft, sondern einfach nur noch mit dem Kopf durch die Wand wollen. Ja. Also insofern waren das auch kleine Einstiege, sage ich mal, so ein bisschen in das Thema meines Schreibens, was im Grunde Gesellschaftsanalyse ist. Also ich gehe wie so ein Arzt an den Körper Gesellschaft ran und fühle ihm den Puls. Mhm. Wenn ich das Gefühl habe, da ist eine faule Stelle, dann muss ich die ausschaben. Ja, das ist dann kein angenehmer Job, aber das ist dann einfach die Funktion, die man erfüllen muss. Ja. Glaubst du, wird uns noch irgendwas Gröberes erwarten? Oder wird es jetzt einmal gewesen sein und wir verschnaufen einmal? Oder glaubst du, wartet schon wieder was Neues auf uns? Irgendwelche, vielleicht kein Virus, vielleicht irgendwelche Bakterien oder keine Ahnung? Ich habe jetzt keine Agenda im Kopf, die ich sagen könnte, dass ich wüsste, dass da irgendwas passiert. Aber wir sehen ja bei all den Krisen, die wir jetzt schon hatten, und nehmen wir mal seit 2015 alles, was nach 9/11 so kam, mit Terrorismus, mit danach Migration, Klima, Corona, Kriege und so weiter. Es kommt immer zum gleichen Ergebnis: mehr Macht für wenige, weniger Macht für den einzelnen Bürger, mehr Überwachung, mehr Kontrolle. Mhm. Und es ist dann egal, ob das nächste die Affenpocken sind oder ob es eine Versorgungskrise ist, ein Blackout ist, ein Sonnensturm ist oder eine Alien-Erscheinung. Habt ihr was gesehen bei euch in der Schweiz? Hast du rausgeschaut Richtung Norden? Ich war da nicht in der Schweiz. Ich war da tatsächlich im Norden, beziehungsweise ich war in Polen, meine ich. Oder noch zwischen Litauen und Polen. Mhm. Und da habe ich jetzt nichts gesehen. Aber ja, das sind auch so Sachen. Böse Zungen behaupten ja, dass es gar keine Sonnenstürme sind. Sondern von dem HARP-Programm. Who knows, who knows. Also jetzt habe ich einen Schweizer da an der Angel sozusagen. Ihr habt ja in der Schweiz dieses, wie heißt es, CERN? Kannst du mir das ein bisschen erklären? Ich bin da irgendwie ein totaler... Und ist das gefährlich für uns oder ist das positiv oder was bringt das überhaupt? Das ist eine gute Frage. Es ist ein Forschungszentrum, wo mit Mikropartikeln gearbeitet wird, die man so aufeinander prallen lässt. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Ich bin super schlecht in Physik. Ja. Aber das ist ein Forschungszentrum, wo wirklich an den kleinsten Teilen offenbar geforscht wird. Und das haben sie jetzt wieder aufgedreht. Ne? Das war jetzt länger zu und jetzt haben sie es abgedreht und jetzt haben sie es wieder aufgedreht. Aber ich könnte nicht genau sagen, was bringt das, was das an Forschung im Konkreten, wie sich das ausbuchstabieren lässt. Aber dass es natürlich Forschungsprogramme gibt in ganz vielen Bereichen, über die wir wenig wissen. Auch dass das ganze Corona-Thema, auch mit den Impfstoffen, über das Verteidigungsministerium in den USA gelenkt wurde, dass es da Forschung gab davor an eben Coronaviren, die auch verboten war im Grunde, dass die dann über China finanziert werden musste. Wird aber noch weitergemacht, habe ich gehört. Und es wird weitergemacht. Ne? Google hat es auch mitfinanziert, die EcoHealth Alliance von Peter Daszak damals. Mhm. Also da sehen wir einfach, wir haben es mit einer konzertierten Situation zu tun, wo wir den Gegner gar nicht so richtig kennen. Ne? Der ist eigentlich hinter dem, der ist im Schatten, steht der im Grunde. Und ich glaube, den Politiker oder die Politikerin wird es nicht geben, die das ändern kann. Es gibt immer wieder welche, die es versuchen und auch die aufkommen. Und gerade während wir hier sitzen und reden, kam in den Nachrichten die schlimme Nachricht, dass der slowakische, ich glaube, Premierminister angeschossen worden ist. Mhm. Und wahrscheinlich gerade in Lebensgefahr schwebt, während wir hier sitzen. Und das ist dann eben eine Situation, wo wir uns fragen müssen, okay, wir alle sehen, da ist ein kritischer Politiker, der auch den WHO-Vertrag massiv kritisiert, der diese Art von Reaktion bekommt. Und dann frage ich Sie mal in die Runde, wie viel glauben Sie an Politikern, werden sich jetzt mit dem Köpfchen herausstrecken und sagen, ich bin der nächste Kritische? Keine. Das erinnert mich ein bisschen an das Spiel, was man in Urlaubsorten so spielt, wo man mit dem Hammer auf so Köpfchen schlagen muss, die so wie Pilze aus dem Automaten kommen. Und das, da wird nicht mehr viel vielleicht passieren. Also das ist eine Gesamtlage, wo es immer mehr in Richtung Verstummen geht. Aber das ist ja die Hoffnung von den meisten. Die Hoffnung, wo sie sich denken, jetzt kommen bald Neuwahlen, da muss sich ja jetzt irgendwas ändern. Aber wahrscheinlich nicht wirklich viel. Wahrscheinlich nicht, nein. Also es kann immer
die Möglichkeit geben, durch einen Politikwechsel dann auch Aufarbeitung voranzutreiben. Ja, dann werden Stellen auch neu besetzt, auch bei Diensten, die mit drei Buchstaben arbeiten oder so. Ja, also das ist, passiert immer schon was, auch in der Politik, aber ich habe versucht, mir anzugewöhnen, nicht mehr auf die parteipolitische Schiene zu schauen, weil das meistens nicht die Art von Machtzentrum ist, wo es dann wirklich darum geht, ob sich was verändert. Hat jemand von euch eine Frage? Wann kommt es das also, her? Ja. Haben Sie eine Ahnung, woran Arne Burkhardt wirklich gestorben ist oder wurde er gestorben? Da habe ich keine tieferen Einblicke. Aber ich bin sehr dafür, Obduktionen zu machen. Und da hat er auch mitgewirkt. Ja. Wird das jetzt wohl auf einem Boot gefallen sein, so auf die Art? Ich traue keinem Todesfall, also wo keine Obduktion gemacht wird. Der das aufgedeckt hat mit den Spike-Proteinen. Na, eine Frage. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass Sie als Deutscher in der Schweiz sind, aber auch andere. Markus Krall ist kürzlich in die Schweiz gegangen, auch der Journalist, wie heißt der, Tom Regenauer. Weil die Schweiz ist für mich interessant als Österreicher mit deutschem Migrationshintergrund. Glauben Sie, dass die Schweiz ein Modell ist, wo man sagt, das bestehende System irgendwie noch zu reformieren vielleicht in gewisser Hinsicht oder ist das? Das ist eine gute Frage. Also erstmal stimmt es, die Schweiz ist so ein bisschen das Gebiet, es ist die Mitte des Sturms, ne? Aber ich sage dann Spaß habe, die Weltregierung muss ja auch irgendwo ihren Sitz haben. Und die werden halt schauen, dass es dort noch am längsten angenehm bleibt. Also es ist vielleicht nicht so direkt so, dass es in der Schweiz jetzt am schnellsten in die Binsen geht. Die Schweiz ist noch nicht an die Wand gefahren, ne? Ist noch nicht so dermaßen an die Wand gefahren, genau. Und ich sag mal so, es gibt Strukturen theoretisch, die man nutzen kann, auch für die journalistische Arbeit, die es einem ermöglicht, einen besseren Hebel zu haben als jetzt vielleicht in anderen Ländern. Wenn alle drei Monate gewählt wird und es gibt eine Abstimmung, dann kann man als Journalist auch, wenn man vielleicht einen kleinen Kanal hat, auch schon mehr bewegen als in einem größeren Land, wo es gar keine Abstimmung gibt in diese Richtung. Das ist erstmal positiv und gibt mir auch Hoffnung, dass ich in einem Gebiet bin, grundsätzlich, wo ich mehr bewegen kann als woanders. Aber natürlich, jede Entwicklung, die bei uns schon da ist, kommt irgendwann auch in die Schweiz und sie kommt vielleicht abgeschwächter, sie kommt auf anderen Schienen. Aber letztendlich ist es ein globales Problem. Und zu glauben, man könnte einfach durch einen Ortswechsel diesen Problemen immer entgehen und ist dann im Land der Seligen, dieses Paradiesdenken, dem würde ich auch widersprechen wollen. Ich bin einfach in der Schweiz, weil ich glaube, länger noch in Ruhe gelassen zu werden als woanders. Und ich kann mich nicht jetzt schon mit allzu vielen Prozessen und Scherereien auseinandersetzen, sonst schreibe ich nichts mehr. Na, also als Schriftsteller braucht man seine Ruhe, deswegen lebe ich abgeschieden in den Bergen und kann drei Monate auch nur Schafe und Ziegen sehen. Na, das ist auch schön, obwohl ich Menschen mag. Haben wir noch eine Frage? Herr Matuszek, Sie haben ja auch beschrieben, dass vor allem mit Corona ein gesellschaftspolitisches oder eine gesellschaftspolitische Stimmung geschaffen wurde, in der Massenhypnose möglich war. Ist es nicht auch der Nährboden für zum Beispiel weitere Kriegshandlungen oder Kriegsvorbereitungen? Sind wir nicht mittlerweile schon so weit, dass wir täglich mit einzelnen Meldungen darauf vorbereitet werden, uns einzustellen, dass Schlimmeres zu befürchten ist? Was denken Sie? Ich würde sogar noch weitergehen und sagen, Corona könnte man lesen als Generalprobe für eine Art von Kriegssituation. Dass man im Grunde eine Art von Konditionierung hat, bei der man einfach schaut, wie würde es denn bei einem anderen Thema funktionieren? Würden alle Leute sich quasi in eine Richtung bewegen oder hätten wir mit größeren Widerständen zu rechnen? Und falls ja, können wir daraus lernen, ne? Und dann auch diese Widerstandszellen zersetzen. Na, das ist einfach, ich sehe es so als Generalprobe. Und es war eigentlich auch schon eine Art von Krieg. Na, nur eben eine hybride Kriegsführung. Man könnte sagen, und das ein bisschen spekulieren, ist die Biowaffe Corona gewesen oder war die Biowaffe die Impfung oder war es beides? Na, also es war ja beides unnatürlich sozusagen. Und dann muss man einfach feststellen, als Bürger, wir leben in einer gänzlich neuen Situation, die wir so davor noch nicht hatten. Denn im Grunde
Ich denke jetzt nochmal an den slowakischen Premierminister. Was ist denn das, ne, wenn quasi gewählte Politiker auf einmal abgesägt werden? Das ist wie ein Putsch von oben im Grunde. Ne? Das ist eine Art von Umsturz, der läuft, aber der läuft eben scheibchenweise, langsam, immer in eine Richtung, noch so pseudodemokratisch, auch im Debattenraum noch ein bisschen Kritik. Und alle denken dann, ah ja, okay, das wird ja noch kritisch verhandelt. Es wird nicht mehr kritisch verhandelt. Und das sind dann Situationen, wo ja eigentlich Alarmstufe rot ist, ja, für auch bürgerliche Freiheiten. Und es zeigt eben, es funktioniert. Das sind auch Dinge, die wir uns vielleicht vor 10, 15, 20 Jahren nicht hätten vorstellen können, weil Krieg so weit weg war. Und es immer hieß, nie wieder, nie wieder. Und dann steht es vor der Tür und das heißt, nie wieder, nie wieder. Bis es vor der Tür steht, dann heißt es, ja, jetzt aber wieder. Das ist auch die Erfahrung, die ich bei Corona gemacht habe, dass es keine roten Linien gab, sondern alle Linien verblasst sind, je näher man sich da hinbewegt hat, sozusagen. Und insofern muss man in solchen Situationen einfach mit vielen Dingen rechnen, die man davor einfach ausgeschlossen hätte. Ohne in Angst zu verfallen. Ne? Ohne in Angst zu verfallen, sondern das einfach ist ja zu das wissen, Wichtigste. Menschen können in einer Massenhypnose einfach sich gänzlich anders verhalten, als man es gewohnt ist. Und dann sollte man sich selber so positionieren, dass einen diese Art von Veränderungen im Verhalten möglichst wenig tangieren. Mhm. Und dass man beweglich bleibt. Und das ist aber eine schwierige Aufgabe. Ja, es ist eine schwierige Aufgabe. Ja. Mhm. Diese Zeiten sind immer schwierig. Wie geht es denn eigentlich Ihren Kollegen, die dem Mainstream treu geblieben sind? Das müssen Sie die Kollegen fragen. Aber ich kenne ja selbst welche zumindest, ja, ich kenne genug eigentlich, aber mit denen habe ich keinen großen Kontakt. Also es ist ja nicht so, dass man Artikel schreibt und dann sagen einem die Kollegen vom Mainstream, oh, das hast du falsch gemacht, das hast du falsch gemacht, hier ist wieder fehlt eine Quelle oder die Zahl ist vertauscht. Man wird nicht widerlegt, man wird diffamiert, damit man nicht widerlegt werden muss. Das läuft auf der Ebene. Und da muss man einfach sich selbst ein bisschen ein dickes Fell wachsen lassen. Und aber wie überlegen. Gehst du mit Morddrohungen um? Ich versuche es tatsächlich nicht an mich heranzulassen. Das ist die einzige direkte Antwort, die ich geben kann. Mhm. Also wenn ich dauernd spekulieren müsste, was passieren könnte, ja. Ich gehe auch davon aus, dass ich selbst einfach zu unwichtig bin. Aha. Man sollte sich selbst vielleicht auch nicht so hochhängen. Und deswegen, jedes Gespräch macht mich angreifbarer. Mhm. Deswegen ist das letzte Interview vom Sommer. Ah, so. Haben wir richtiges Glück gehabt. Kann vielleicht sogar sein, dass ich bis Ende des Jahres keine Interviews mehr mache. Mhm. Ja. Ich bin jetzt in Wien zum ersten Mal in der U-Bahn, oder es war am Bahnhof, wurde ich angesprochen, auf meinen Namen, ob ich der und der bin. Cool. Und das ist so eine Phase, wo ich denke, ich will eigentlich jetzt mit meinen Ideen gerne, mit meinen Texten gerne wirken. Und die so reinpflanzen in die Entwicklungen, die es gibt. Aber ich muss es nicht mit meinem Gesicht tun. Mhm. Ich muss auch kein Fernsehgesicht werden oder prominent werden. Ja. Ganz im Gegenteil, ich freue mich, wenn ich nicht erkannt werde. Weil das war jetzt eine sehr nette Begegnung mit einem Florian. Aber es hätte auch sein können, dass man dann ein Messer reingerannt kriegt. Hat es bei Corona begonnen? Hat es kurz vorher begonnen? Oder sind wir eigentlich schon die ganze Zeit in der Blase, haben es aber eigentlich nicht gemerkt? Und wo hat es bei Ihnen angefangen, dass Sie gemerkt haben, dass es vielleicht nicht ganz so läuft, wie alle anderen es erzählen oder so sehen? Ich glaube, es gibt bei jedem, es ist eine individuelle Sache, bei welchen Themen man aufwacht. Ich treffe so viele Leute inzwischen und manche sagen, oh, bei 9/11 war mir schon klar, das kann nicht passieren, nicht zusammenpassen. Und auch bei mir persönlich war es eine Aneinanderreihung von verschiedenen Themen, wo ich dachte, das ist seltsam, das ist seltsam, das ist seltsam. Aber ich habe eben, weil ich ein Mainstream-Mensch war, immer gedacht, ja, das System ist eben nicht perfekt. Und deswegen muss so ein Snowden jetzt nach Moskau und Assange ist im Knast. Aber sonst ist es ja okay. Und diese Illusion habe ich dann halt irgendwann einfach aufgegeben. Und das ist auch die Herangehensweise, die alle Journalisten, wenn sie ihren Job ernsthaft machen, eigentlich eingeimpft kriegen von klein auf, wenn sie diesen Beruf ergreifen. Mhm. Ja, misstraue den Mächtigen. Das ist die Kernaussage. Also insofern, ich hatte das Glück, dass ich so mit 35, 36 in so einer Phase war im Leben, wo ich mir dachte, okay, ich habe jetzt so die Uni hinter mir und habe auch an der Uni gelehrt und dann fühlt man sich so schlau. Dann denkt man sich, okay, was würden mir denn meine Kinder später vorwerfen,
wo ich denn blind war. Weil das sind ja, wir als junge Generation sind ja sehr gut darin, Ältere zu kritisieren. Mhm. Weil wir wissen dann, was die Eltern sind immer doof und so. Also ich kenne auch viele Familien, wo dann die Mutter vielleicht kritisch ist, aber die Tochter dann erst recht unkritisch ist, weil dann kann man es der Mutter auswischen. Und dann habe ich einfach selber nochmal so eine Art von Abenteuerprogramm mir auferlegt, sich bestimmte Themen anzuschauen, wo ich selber jetzt nie rangegangen wäre. Mhm. Und das fing zum Beispiel eben auch mit dem Geldsystem an. Also, du bist ja ein Bitcoin-Anhänger. Das war dann auch das Ergebnis so ein bisschen meiner Recherche in diesem Gebiet, dass ich eben gemerkt habe, okay, dieses Geldsystem ist korrumpiert, das wird irgendwann zerfallen und es wird an die Wand gefahren werden. Und am Ende zahlen sie die Scherben quasi, sie bauen den Glaspalast auf und wenn er zerfällt, zahlen sie noch dafür, dass die Scherben weggeräumt werden. Und dann baut man einen neuen Glaspalast mit ihrem eigenen Geld. So läuft es seit ewig. Mhm. Und dass wir da einfach auf Methoden schauen, und da ist Bitcoin natürlich ein Hoffnungsträger. Und ich empfehle jedem, sich das Thema anzuschauen. Mhm. Aus Geldsicht, aber auch, weil man lernen kann, dass eine neue Idee, wenn sie sich mit Technologie vermählt, also ganz ein altes Wissen mit neuartigen Technologien, wenn man das zusammenbringt, dann entsteht eine Form von vielleicht magischer Konstellation, würde ich sagen, die dann Treiber ist von Entwicklungen, die dann wiederum diesen Machtzentren Angst machen. Und wenn wir diese, sagen wir mal, Mechanismen kopieren, vielleicht dann weggehen von Bitcoin und sagen, okay, dann schauen wir uns doch Pädagogik an, schauen wir uns Heilansätze an. Wie können wir da, wie Netzwerke fungieren, die Pilze sind nach dem gleichen Bauprinzip gebaut wie diese neue Blockchain-Technologie. Ja, also das ist im Grunde die Art von Herangehensweise, die ich als positiv sehe und die jetzt wieder hochkommt, weil es ein Hoffnungsträger ist. Mhm. Und da, denke ich, haben wir sehr vieles in der Hand. Also die müssten uns nicht so stark angreifen, wenn sie nicht Angst vor uns hätten. Und wenn wir es schaffen als Menschheit, sowohl das Thema Geld als auch Information für uns zu reklamieren, dann haben wir sozusagen ja, die Kontrolle darüber, dass wir nicht verarmt werden können. Denn am Ende müssen wir bei Inflation ja immer die Zeche bezahlen. Dann ist halt das Vermögen weg. Dann kommt die Währungsreform, Fourth Turning, alle 80 Jahre. Oder Währungsreform gibt es auch alle 30, 40 Jahre. Und bestimmen wir auch über die Realität. Spannend. Und dann verändert sich was. Also es ist eine sehr interessante Situation, wo wir im Grunde wie wirklich hinter so einer Milchglasscheibe gerade noch leben und es vielleicht irgendwann den Moment geben wird, wo es eine Art von Konvergenz gibt, dieser verschiedenen Strömungen, Ansichten. Und ja, also ich stelle mir den Moment schaurig, aber auch schön vor. Wollte ich gerade sagen, kannst du irgendetwas Positives sagen, was wir vielleicht aus dem Ganzen auch mitnehmen können? Es ist immer positiv, wenn sich eine Illusion auflöst. Mhm. Es ist nie positiv, in der Illusion zu bleiben, weil in der stirbt man. Das ist so wie der Vogel, der nicht aus dem Ei kommt. Der bleibt in seinem Ei. Mhm. Dann kann man sagen, ja wunderbar, dem ist die ganze Welt erspart worden da draußen, aber es ist halt tot. Ja. Und wir haben halt die Möglichkeit, aus diesem Ei rauszukommen und dann mit was Neuem anzufangen. Und das ist positiv, definitiv. Glaubst du, dass sich auch auf den medizinischen Sektor etwas ändern wird? Dass die Ärzte mehr ganzheitlich, beziehungsweise dass vielleicht Methoden wieder ausgegraben werden, die eigentlich nicht mehr gewünscht sind? Man kann in all diesen Entwicklungen immer sehen, dass es vielleicht nicht bei den Ärzten anfängt, sondern dass sich ein Effekt einstellt, dass ein bestimmtes Publikum abwandert, zu neuen Ärzten geht und dann mehr Ärzte sich denken, der Kollege hat es jetzt aber ganz gut mit seiner neuen Praxis, manchmal das Gleiche. Und das kann man bei den Medien beobachten, das kann man bei Bitcoin beobachten. Also das ist im Grunde eine Form von Nachahmungseffekt, der dann kommt. Und das ist nicht mal so ganz schlecht, weil der Mensch einfach oftmals so funktioniert, dass er erst sehen muss, was bei anderen passiert, bevor die Entwicklung kommt. Mhm. Haben Sie denn eine Idee, wie man eventuell in Zukunft bei diesen ganzen neuen Projekten, die vielleicht in Zukunft starten werden, dass man vielleicht so eine Unterwanderung frühzeitig erkennen kann oder beziehungsweise, dass man wie man das noch besser hinterfragen kann, in welche Richtung
Ne, weil es werden sich ja wieder schwarze Schafe eventuell dazwischen mogeln. Und wie kann man das dann wohl verhindern? Im Grunde nach dem gleichen Bauprinzip. Wenn wir dezentral bleiben, also ich bin eine Einzelzelle als Journalist. Ich bin die Abo-Abteilung, ich bin der Kummerkasten, ich bin die Leserbriefstation. Ich mache die Bildredaktion, ich schreibe den Text. Also ich bin die Marketingabteilung auf Social Media. Ich bin nicht unterwanderbar. Sind wir uns sehr ähnlich. Also das ist im Grunde, je kleiner wir bleiben. Deswegen haben Sie ja so viel Zuspruch. Ne? Aber es ist ja auch irgendwie auch, also angenommen, wenn ich jetzt auch so mutig werden würde wie Sie, dann würde ich, also ich finde es mutig auch. Genau, da haben wir wieder das Thema Ängstlichkeit. Natürlich darf man natürlich nicht sein, ne? Aber wie vernetzen Sie sich denn? Vernetzen Sie sich denn noch zusätzlich irgendwie nur untereinander oder? Also ich rede schon mit anderen Menschen. Aber ich rede doch mit den anderen, den rede ich auch gerne. Also es gibt natürlich, klar, Vernetzungsaktivitäten. Das ist dann im Kern das, was funktioniert, finde ich. Ich empfehle auch den Leuten immer, bildet Banden. Ja, aber bleibt klein. 10, 12, 15, 20 Leute, das ist eine gute Größe, dass nicht so eine Art von oligarchisches Prinzip dann reinkommt irgendwann, wo es dann heißt, oh, ein paar haben dann mehr das Sagen als andere und dann ist der ganze Verein irgendwann abhängig nur noch von ein paar so Gorillas, die das Sagen haben. Also klein bleiben, geschmeidig bleiben, sein wie Wasser, beweglich bleiben und dann wird das schon und sich verbinden. Ja. Gut. Haben wir was vergessen? Das Buch kaufen? Nein. Sehr zum Empfehlen. Gibt es doch ein Hörbuch? Nee, noch nicht. Noch nicht. Aber wenn, dann sprichst du selber oder vielleicht sogar dein Bruder. Ne? Das wäre noch schöner. Das wäre mal eine sehr gute Idee. Weil es ist ja, ich bin, ja. Bist du ja auditiv als... Ich habe keine Zeit zum Lesen. Ja. Und für mich ist Hörbuch, das kann ich das mir überall nebenbei anhören. Ja. Das ist überhaupt kein... Ich habe wirklich ganz, ganz wenig Zeit zum Lesen. Ja. Am Abend schlafe ich dann ein und dann am nächsten Tag weiß ich nicht mehr, wie weit ich kommen bin, dann muss ich wieder von vorne anfangen. was haben wir sonst vergessen? Glaubst du an UFOs? Also es wäre, glaube ich, vermessen zu sagen, dass man garantiert alleine ist auf der Welt und im Universum. Ja. Na, also insofern... kann ich mir da sehr vieles vorstellen in diese Richtung. Aber ich kann mir noch eher vorstellen, dass mit dem UFO-Thema auch gearbeitet wird, um wiederum eine Reaktion in der Bevölkerung herbeizuführen, die vielleicht manchen zu Pass kommt. Ich habe ja Ende Juni, Robert Fleischer bei mir. Der hat ja auch einen Bestseller geschrieben. Ne? Also, da werden wir über UFO sprechen. Da bin ich auch schon neugierig, was da rauskommt. Zelensky sollte nicht mehr Präsident sein. Er lässt nicht wählen, weil Krieg besteht. Und das Gleiche kann uns passieren. Weil die Amerikaner provozieren den Putin bis geht nicht mehr. Und dann kommt diese rote Linie und dann sagt die NATO, so wie es schon einmal war, und nun wird zurückgeschossen in Wirklichkeit und die NATO den Krieg bekommt. Wir machen quasi die NATO- oder Nahtoderfahrung. Es gibt einen eigenen Artikel in der deutschen Verfassung, wonach die Wahlen verschoben werden für die Dauer eines Krieges. 6 Monate nach Kriegsende wird dann gewählt. Die Lösung für das System. In der größten Not kann passieren, dass so ein formeller Kriegseintritt, der nicht mal ein heißer Krieg sein muss, schon gar nicht in Wien oder in München oder in Berlin, sondern einfach, wo eine Grundbedrohungslage da ist, wo es eine Rationierung gibt, wo es vielleicht ein paar Mobilisierungen gibt, auch von Truppen, aber... Ein Droll de Guerre, ne? Gab es schon mal in der Geschichte. Dann, die Welt dreht sich weiter, aber die Demokratie ist danach nicht mehr da, ziemlich sicher. Joachim? Ja. Wie sehen Sie die Zukunft von Julian Assange? Ich hoffe sehr, und es gibt ein paar Zeichen in die Richtung, dass es vielleicht eine Begnadigung gibt, wobei Begnadigung schon das falsche Wort ist. Er ist ja nicht verurteilt, sondern er ist einfach nur in einer Auslieferungshaft, nur. Das Schlimmste wahrscheinlich, die es gibt. Ich kann mir vorstellen, dass man versucht, ihm einen Deal zu unterbreiten. Na, bei solchen krassen Konfliktsituationen geht es ja immer darum, dass beide Verhandlungspartner mit Gesichtswahrung rauskommen. Und die Gesichtswahrung könnte aus Seiten der USA so aussehen, dass man ihm einen Deal vorschlägt. Bekenne dich schuldig zu ein paar
Leaks, wo du vielleicht unsere Gesetze verletzt hast, dann erlassen wir den Rest und du kommst jetzt frei und wir zählen mal diese Auslieferungshaft schon als deine Strafe. Das könnte passieren. Ja. Und dann kommt ein Biden vielleicht mit gutem Gesicht noch davon oder ein Trump oder wer auch immer. Und dann kommt er frei? Dann könnte es sein, dass er freikommt, aber man hat ihn ja eh schon mürbe gemacht und ihm wahrscheinlich zu verstehen gegeben, dass er in Zukunft nichts mehr machen darf in diese Richtung. Hammer? Weil solche Leute tendenziell immer weitermachen. Die hören nicht auf. Wahnsinn. Die können nicht anders. Entschuldigung, aber ist das dann nicht auch gefährlich für ihn, wenn er rauskommt? Bestimmt, ja. Aber er stirbt jetzt auch auf Raten. Also, aber ja, ich will da nicht spekulieren. Mhm. Gibt auch sichere Orte. Gibt es sie noch? Ja, glaube ich schon. In den Bergen. Am Ende sind wir alle Waldgänger, hat Ernst Jünger geschrieben. Der Waldgänger ist derjenige, der sich nicht verbiegen lässt, egal wie schlimm die Situation ist. Mhm. Der nicht bereit ist, sein So-Sein für das Dasein zu opfern. Mhm. Dem das Sein, so wie er ist, wichtiger ist als die reine Existenz. Und diese Leute entschwinden irgendwann in den Wald. Und dort wird der Endkampf dann entschieden, nicht in der Stadt. Ein schöner Schlusssatz. Danke. Wir sehen uns im Wald. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Danke für die Einladung. Danke, dass es das letzte Interview war für heuer. Die Krönung quasi. Die Krönung, ja. Jetzt gibt es ein gutes Essen. Für dich ein Essen, für euch ein Dessert. Vielen Dank, dass du auch dieses Mal wieder dabei warst und ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke fürs Zusehen. Wir sind auch auf Spotify, Instagram, Facebook und TikTok und hier geht's zum nächsten Video. Ciao.